Hallo und willkommen zurück bei Train Station Renovation. Es geht mal wieder weiter. Ich hoffe mal, dass wir heute nicht so einen Bahnhof wie beim letzten Mal haben, der mich dann doch etwas zur Verzweiflung getrieben hat. Und ich habe natürlich wieder einen Fehler gemacht. Und das ist ja das Schöne hier, wenn man an die Werkzeuge geht, dass man eben hier nicht seine vergebenen Punkte zurückholen kann. Weil ich hatte ja das große Problem, dass ich ein paar Sachen nicht gefunden habe. Es wäre natürlich sinnvoller gewesen, jetzt hier den Scan-Radius, ich denke mal, das soll das hier sein, zu erweitern, damit ich mir nicht einen Wolf suche. Aber hier, man kann einfach nichts zurückholen, zurücksetzen, wie auch immer. Ja, schade, da müssen wir jetzt damit leben. Das Schöne ist nur, ich brauche 6 Punkte dafür. Heute gibt es maximal 5. Heißt also, 2 Folgen lang hoffentlich nicht allzu sehr rumärgern. Dann wollen wir doch mal gucken, was heute so ansteht. Und was ich jetzt auch wieder sehr schnieke finde, ich weiß ja nicht, wie das hier jetzt so aussieht. Es gibt ja, also gehen wir mal kurz hier, es gibt ja hier auch den Sandbox-Mode. Und dafür braucht man 25 Sterne, um den freizuschalten. Das Problem ist nur, der kam jetzt erstmal irgendwann mit dem Update. Wie komme ich jetzt hier raus? Fortsetzen, auch eine Logik. Der kam ja irgendwann erst mit dem Update, dieser Sandbox-Mode. Und da hat man ja schon die ganzen Sterne für die Werkzeuge im Großen und Ganzen ausgegeben. Heißt also, ich kann jetzt bei dem, was ich hier habe, noch maximal 20 Sterne erreichen. Es sei denn, hier hinten gibt es irgendwie mehr. Der ist für mich also unerreichbar, wenn ich hier die ganzen Werkzeuge freischalte. Oder es passiert irgendwas. Ich bin gespannt, weil ich hätte ja schon ganz gerne den Sandbox-Mode zumindest mal getestet. Ja, okay. Aber wir schauen mal. Wollen ja nicht allzu früh meckern. So, was steht denn heute an? Aufgrund unserer Erfahrung mit Bahnelementen, ach guck mal, werden wir gebeten, bei der Reparatur der Drehscheibe in der Nähe des Bahnhofs zu helfen. Es wurde jedoch ein Ausfall der Lokomotive gemeldet, den wir beheben müssen, damit sie die Drehscheibe erreichen kann. Nachdem wir die Drehscheibe erreicht haben, sehen wir, dass sich lange Zeit niemand dafür interessiert hat. Wir müssen die Umgebung sauber machen und sicherstellen, dass die beweglichen Teile nicht verrostet sind und die Mechanismen reparieren. Ja, dann machen wir das doch jetzt mal. Und auch hier einmal wie immer Aufgaben erledigen. Dann wird aufgeräumt, dann wird eingerichtet und dann gucken wir mal, wie lange der ganze Spaß hier dauert und wie viel Nerven ich diesmal lasse. Ich will ja mal hoffen, dass es heute nicht ganz so schlimm wird. So, Spiel bereit, wenn du es bist. Ja, das sind wir doch. So. Mal gucken. Irgendwas im Auto, was ich brauche, sichtlich nicht. Auch wieder sehr schön hier draußen. Kann man wieder genau einen Container platzieren. Hier natürlich nicht. Heißt also, wenn es so wird wie beim letzten Mal, ist es irgendwann so, dass es einem auch reicht. Und man einfach mal ganz lieblos irgendwas irgendwo drapiert. So, Aufgabe 1, repariere die Lokomotive. Ja, dann gucken wir doch mal, wo die ist. Hier hinter der Tür wahrscheinlich nicht, oder? Geht sie irgendwo zum Bahnsteig? Nö, da geht es Treppe hoch. Ach, guck mal, hier geht es zum Bahnsteig. Natürlich. Heidewitzka, ihr seht das hier auch wieder so. Ach du meine Güte. Ja, toll, an welchem Bahnsteig ist jetzt die Lokomotive? Soll es die Lok sein da hinten? Okay, dann nehmen wir mal die Abkürzung, machen das, was man natürlich immer am Bahnhof macht. Wir gehen einfach mal über die Gleise, wie es sich gehört. Natürlich die Frage, was reparieren wir jetzt hier bei der Lok? Ich denke aber nicht, dass es hier unten das Fahrgestell sein wird. Gucken wir mal, was jetzt hier passiert. Ja, supi, reingefallen. Im wahrsten Sinne des Wortes etwas zu mutig rangegangen. Okay, wir gucken einfach mal. Zum Austauschen 4 Teile. So, natürlich Schlüssel mit Ratsche. Hier auch noch was? Nö, hier nicht. Natürlich auch die Frage. Also wie es aussieht, kommen wir jetzt nicht unbedingt in die Lok rein, oder?
Ja. Okay. Kommen wir hier. Achso, hier ist noch die Leiter. Ja, die Trittstufen. Bringe die Lokomotive auf die Drehscheibe. Ja. Und wie? Komme ich hier rein? Nö. Sichtlich nicht. Ja, vielleicht wieder hier hinten. Hier sind auch keine Stufen. Die Knarre aus der Hand. So. Läuft. Weil wenn ich hier klettere, hier ist eine Tür, die ich aber sichtlich nicht öffnen kann. Ja. Ja, toll. Danke, Spiel. Wohin nu? Aber hier muss doch jetzt nichts umgestellt werden. Hier ist doch auch, wenn ich die Lok auf die Drehscheibe bringen soll, dann muss die doch aus eigener Kraft irgendwie dahin kommen. Mein letztes Mal bei diesem einen lustigen Anhänger, den wir dann in die Waschanlage bringen sollten, da mussten wir ja irgendwie nur ein Rädchen drehen. Keep out, okay, dann keep ich mal out. Und versuche jetzt mal rauszufinden. Ja, aber hier ist doch definitiv nichts, wo ich rüber kann. Ja, toll. Oh, läuft doch schon wieder super. Ich würde mal sagen, wir gucken mal im Bahnhof, ob hier irgendwie noch was ist. Also hier sind ja nur die Gleise. Von wo sind wir eigentlich gekommen? Von da hinten, oder? Yep. Ob hier irgendwie. Ne, hier sind die Toiletten. Ich behaupte mal, dass wir von der Toilette aus nicht die Lok steuern können. Was haben wir denn hier noch Schickes? Hier waren wir ja gerade schon. Also hier sind nur Fahrkartenschalter. Dumpti-dum-dum. Tische, 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 Bluescreen. Ja, wahrscheinlich Bluescreen wegen der Lok. Computer? Nein. Was? Computer? Nein. Uhrzeit stimmt auch nicht, obwohl es wird sich natürlich hier, er sieht ja so ein bisschen so, ne? Kopieren. Na, kann mich hier mit dem Popo drum. Nein. So, haben wir hier noch was? Ruf an. Hallo Mutti. Okay. Alter Verwalter. Also ich will ja jetzt nichts sagen. Ne? Gut, dass ich jetzt hier angerufen habe und jetzt daraufhin anscheinend die Lok auf magische Art und Weise auf die Drehscheibe gekommen ist oder überhaupt irgendwie transportiert wurde. Ich meine, wie gesagt, Logikpuzzle sind ja so im Großen und Ganzen auch sehr schön. Kann man ja nicht meckern. Macht man ja auch gerne dann, dass es nicht immer ganz so einfach ist. Aber wie um alles in der Welt soll man denn darauf kommen, wenn die Lok da steht und man die auf die Drehscheibe bewegen soll, dass man irgendjemand anrufen muss, damit eben die Lok auf die Drehscheibe kommt. Jeder denkt doch eigentlich erstmal daran, dass man eventuell hier vielleicht noch eine Weiche umstellt, dass man in die Lok reingeht oder sonst irgendwas. Aber nun gut. Oh, warte mal. Die Schienen sehen aber auch hier ein bisschen verbogen aus. Oder ist das nur die Perspektive? Die sehen doch ein bisschen krumpelig aus. Kein Wunder, dass die. Sind wir jetzt gerade durch den Dingens? Nein. So. Wir haben eine Drehscheibe.
mit einer Blockade. Ja. Warum ist sie blockiert? Liegt was davor? Na komm, wir gucken uns erstmal die Mechanik an. Ach. Demontieren unterwegs, sonst brauchen wir jetzt hier mal kein Brecheisen. Och, das war ja einfach. Stell die Drehscheibe um. Okay. Ui. Da dreht sie sich. Ui, 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 ui. Hier kriegen wir auch was geboten. Ja, hallo? Dreht sich das jetzt ewig so weiter, oder? Das hatten wir schon bei der... Ja. Das hatten wir schon bei der Waschanlage. Dass ich... öffnet die Hangartür. Jetzt hat sie sich hier also einmal ins Nirgendwo gedreht. Ja, das hatten wir doch auch schon bei der Waschanlage, dass sich das Ding so lange da drin gedreht hat. Beziehungsweise gewaschen wurde, bis wir irgendwas gemacht haben. So, öffnet die Hangartür. Hammer. Oh, wow, die Aufgaben sind erfüllt. Das ging ja jetzt ausnahmsweise mal schnell. 21% und wie immer möchte ich jetzt auch hier bemängeln. Man verzeihe es, wenn ich hier schon wieder rummoser, dass es doch schön wäre, wenn man für die Bewältigung der Aufgaben auch gleich den ersten Stern kriegen würde. Einfach nur, weil ich es logischer fände. Findete? Nein. Also, ich mache dann immer wieder ein bisschen schick und im Bahnhof an sich auch. Das wird jetzt alles wahrscheinlich ein bisschen dauern. Mag eben gucken. Guck mal, für die Bewältigung haben wir jetzt gerade mal 9 Minuten gebraucht. Wahrscheinlich noch abzüglich Gequassel nur 2. Ich stelle mal hier ein paar Container auf. Ich fange an aufzuräumen und dann sehen wir uns irgendwann später wieder, wenn ich mit dem ganzen Gekröse hier durch bin. Ich schätze mal 3 bis 4 Tage nach meinen Erfahrungen vom letzten Mal. Gucken wir mal. Bis gleich dann mal. Anscheinend bin ich jetzt hier tatsächlich schon fertig mit Aufräumen. Einmal kurz gucken. Ach, guck mal, 33 Minuten bis jetzt insgesamt, heißt also ungefähr, ja, 24 habe ich jetzt noch gebraucht, um das ganze Gekröse hier wegzuräumen. Natürlich hier wieder, wenn wir mal genau gucken, keine Mülltrennung, weil ich einfach keinen Bock hatte, hier irgendwie Container, beziehungsweise hier erst den Container, dann wieder den anderen und bum bum bum, und hast du doch wieder irgendwas vergessen. Nee, da habe ich keinen Bock drauf, dann lieber auf die paar Kröten verzichten, die wir hier für das... Nicht das Altpapier. Für den recyclingfähigen Abfall, wenn wir ihn mal so nennen wollen, bekommen. Weil da habe ich echt keine Lust drauf. So. Also, hier ist es eigentlich ziemlich einfach. Ein Müllcontainer. Ach mein Gott, ja. Also es ist ja wirklich und 4 Elemente des Badezimmers. Warte mal. So. Also... was hatten wir jetzt gesagt? 4 mal. Genau. Also, den können wir ja leider nur an der Wand drapieren. Ich würde ja gerne mal auch hier so mitten in den Raum. Aber dafür können wir ja leider keine Anschlüsse machen. Hat aber den Vorteil, wenn man das jetzt so macht wie hier, man sieht gleich, wer reinkommt. Beziehungsweise, wenn jemand einen ruft, dann kann man diesem Ruf ganz einfacher Folge leisten. Dann kann man nämlich einfach mal hochspringen. Und auch hier der Müllcontainer, der passt doch wunderbar hier in die Ecke. Wir drehen ihn auch so, dass man bevorzugt ganz einfach da dran kommen kann. Bäm! So, Müllcontainer erledigt. Toiletten erledigt. Wir machen heute mal hier wahrscheinlich den Schnelldurchgang. Einen Müllcontainer mal wieder. So, gewöhnlich ein Lebensmittelautomat. Nehmen wir ein kalte Getränke, Snacks, Vintage, aber wer möchte schon gerne Vintage essen, vor allem wenn das Essen wahrscheinlich auch daraus ist. Nehmen wir mal einen modernen Automaten, vor allem ist doch egal mit der Kohle, es interessiert doch sowieso keinen. So, Bänke und Stühle, was ich auch immer wieder sehr faszinierend finde, man kann ja wirklich hier hinstellen, was man will, Hauptsache es sind 2, in dem Fall zum Beispiel, ne? Und Haardrachenbaum. Gut, nein, ich sag jetzt nichts, was mir dazu einfällt. Sonst gibt es hinterher noch Beschwerden von gewissen Leuten,
die sich davon eventuell angesprochen fühlen könnten. So. Warte mal, hier sind die Toiletten. Hier sind auch Toiletten. Ja, dann stellen wir den Automat doch am besten mal direkt in der Nähe der Toiletten, weil dann kann man das, was man gerade gegessen hat, auch direkt wieder wegbringen. Na komm. Ah, also das Platzieren ist wirklich hier nach wie vor suboptimal. So, siehst du wohl. Haben wir das Bänke und Stühle. Hier. Ach, jetzt haben wir hier. Moment, hier sind die so. Müssen wir hier auch noch was reinbauen? Nur mal eben zum Gucken. Jo, gut. Dann können wir das auch wunderbar kombinieren, weil wenn hier schon die Stühle bzw. die Toiletten innen drin so angerichtet sind, dass man auch sehen kann, wer reinkommt, dann machen wir es doch hier am besten so, dass man auch sehen kann, wer reinmacht. Ah, Dekoration, mein Gott, ne? Ah, wenn überhaupt. Werbung ist sowieso immer schlimm. Verschandelt immer die ganze Gegend. So, damit man hier ein bisschen die Werbung versteckt hat. Hier kurz gucken. Ein Müllcontainer und 10x Elemente. Ja, das macht die Entscheidung doch wieder einfacher, nachdem wir gerade das erfolgreiche Konzept so hatten. So, und ein Müllcontainer, weil es soll ja schon möglichst identisch sein. Wenn schon mal einer rübersprintet von der einen zur anderen Seite, weil vielleicht hier gerade besetzt ist, dann braucht er oder sie sich nicht umzugewöhnen. Aber ist das hier eigentlich Jungs oder Mädels? War jetzt gar nicht, habe ich gar nicht darauf geachtet. Ist egal. So, also auch hier wieder die erfolgreiche Architektur, dass man eben sofort sehen kann, was draußen passiert. Oder wenn draußen auf einmal Hektik ausbricht, weil dann jetzt doch gerade ein Zug reingekommen ist. So, mal eben gucken. So. Können wir hier auch noch welche unterbringen? Ach, guck mal, ein Traum, ein Traum. So, siehst du wohl. Jetzt sehen die Hitter zwar nicht so viel, aber dann doch eher für die schüchterne Blase oder wer jetzt etwas unbeobachteter sein möchte beim Verrichten des Geschäftes, der ist in der Ecke doch sehr gut aufgehoben. So, Müllcontainer, jo. Packen wir einfach mal hier zwischen die beiden. Wenn mal doch etwas mehr los sein sollte, kann man sich gleich hier direkt, wenn das Spiel mitmacht. Nö. Okay, dann wird improvisiert. Ja, dann kommt er jetzt eben hier hin. Ist. Ich hätte es gern anders gehabt, aber das Spiel hat was dagegen. Ups, Entschuldigung. Disco! Entschuldigung. So, jetzt sind wir fertig. Nur noch mal einmal kurz zum Gucken. Hier fertig, da fertig, da fertig. Nicht, dass ich jetzt hier Müllcontainer. Ach, guck mal, es ist doch wieder hier. Müllcontainer. Wie viele? 3. Ja, da haben sich die ja erfahrungsgemäß schon als gut erwiesen. Hier was für die Hamburger unter uns. Da gibt es was zum Schnacken. Und Dekorationen. Hanf hatten wir schon. Ach komm. Sind wir heute mal feige. Und auch hier wieder. Ich will nicht sagen wie viel, aber bestimmt einige Euro in die dumme Wortspielkasse. So, jetzt natürlich hier wieder, dass die Leute, die reingehen, die rausgehen, erstmal direkt ihren Abfall abladen können. Nicht, dass die hier wieder unseren Bahnhof so verschmutzen, so wie wir ihn vorgefunden haben. Das soll ja nun wirklich nicht sein. Aber wer diese Hürde gemeistert hat, darf sich dann natürlich auch direkt am Lebensmittelautomaten bedienen. Da wollen wir ja mal gar nicht so sein. So. Ein wunderbares Spalier. Und jetzt noch ein wenig Dekoration. Das ist aber eigentlich das Allereinfachste, weil wo steht die am wenigsten im Weg, wenn nicht vor dem Fahrkartenschalter? Wie wir ja alle wissen. Oh, ein Stern. Okay, wenn man unsere Planung hier so anguckt, da können wir auch mal einen Sternhagel voll. Das wird es eher treffen, aber egal. Nein, aber wenn man mal so im Bahnhöfen war, dann weiß man ja, am wenigsten stört der. Statt der, stören die Pflanzen, der Deko. Der, die, das. Ananas. Stört am wenigsten vor den Fahrkartenschaltern, weil da ist ja auch nichts los, ne? Ach du meine Güte. 10x Bänke und Stühle.
So, machen wir nochmal blau hier. 10-mal Müllcontainer, dann 10. 2-mal Lebensmittelautomaten, kalte Getränke, Fahrkartenautomaten, 4 Uhren und mal wieder 8-mal Dekoration. So, das wird jetzt einfach mal razzifazzi eingerichtet. So. Und wie wir ja sehen können, wir haben ja wie viele Bahnsteige? 1, 2, 3. Heißt also, wir brauchen hier ein bisschen Sitzplatz und natürlich als Wellenbrecher, wenn die Leute jetzt hier zu den Bahnsteigen hechten, um ihren Zug noch zu kriegen, damit die sich nicht gegenseitig über den Haufen rennen, machen wir jetzt mal hier als Wellenbrecher so ein bisschen die Bänke rein. Wobei ich glaube, da kommen wir nicht so ganz mit hin. Weil der Flur ist dann doch länger als gedacht. Da müssen wir eben doch nochmal improvisieren gleich. So, guck mal, ist doch ein sehr schönes Zickzack. Dann machen wir hier noch die Müllcontainer hin. Damit hier auch hier so die Leute dem... Ach so, auch schon wieder fertig. Meine Güte. Oh, ja gut, dann noch einmal hier die Automaten. Achso, Fahrkartenautomaten haben wir auch noch. Ja, siehste. Dann können wir damit auch nochmal einen Wellenbrecher improvisieren. Uhren und Dekoration. Ja, dann machen wir jetzt mal ausnahmsweise Dekoration zuerst, weil dann haben wir nämlich hier alles soweit schon mal komplett. Und auch dann kann man sehen, dass sich dieses Konzept wahrscheinlich auch in naher Zukunft durchsetzen wird. Oh, wow. So, freigeschaltet. Was kommt denn als nächstes Belohnung? Als nächstes Belohnung, genau. 8000. Gibt es keinen Anhänger mehr für die Eisenbahn? Also bislang habe ich noch keinen Anhänger gesehen. Immer nur Geld gekriegt. Okay. So, jetzt machen wir noch ein paar Uhren schnell hier hin. Oh, noch mal einmal kurz gucken. Ja, sie ist hier wunderbares Zickzack. So, und damit man auch gut sehen kann. Aha, zeigen wir jetzt mal alle. Mal eine unterschiedliche Zeit an? Nö. Oder? Nee, ausnahmsweise mal alle sich einig. Okay. Wie steht die? Ach so, die Tonne steht ja hier so einsam und verlassen. Aber das bleibt jetzt mal so. Aber auch hier, wenn die Leute jetzt hier vom Bahnsteig kommen, damit die jetzt hier nicht so wild, na, hier so durchrennen und wenn andere Leute dann da im Weg stehen, die platt rennen. Haben wir ein paar sehr schöne Wellenbrecher drin. Das ist schon mal gut. Auch die Büsche scheinen zu halten. Wenn man hier gegen so einen einzelnen Busch rennt, der kippt nicht um. Anscheinend sehr massiv, die Dinger. Boah, perfekt. So, müssen wir hier was machen? Jetzt gar nicht. Noch einmal sicherheitshalber gescannt. Nicht, dass ich... Ach, ja, man müsste nur unten hingucken, dann sähe man es ja auch. Boah, also 6-mal die Müllcontainer. Dann nehmen wir mal den kleinen schwarzen, 3-mal die Abfahrtstafeln. Jeder traditionell einen Lebensmittelautomaten. Der ist jetzt mal Vintage, weil am Bahnsteig braucht man ja schon mal was, was so ein bisschen älter ist. Wenn man da wartet, dann hat man auch gleich etwas, wo man dann eben die Jahreszahl drauf hat, wo man angefangen hat zu warten. Warum auch nicht? Och, warte. Nee, jetzt zeigt er mir hier den Müll an. Ich fasse es nicht. Aber da machen wir jetzt einfach... Also ich habe den hier schon 12-mal gescannt, den Bahnsteig. Aber okay. Dann machen wir das jetzt eben schnell. Ist ja Gott sei Dank nicht ganz so viel. Und selbst wenn es jetzt hier irgendetwas wäre, was hier in so einem gemischten Container noch gehört, das wäre mir jetzt so egal. Gemischt, sag ich jetzt schon, sortiert. Das wäre mir jetzt eigentlich so egal. Ich will das jetzt nur noch hier weg haben. Ja, guck mal, alter Hochstapler. Zack. So, geht das jetzt so? Jo. Ah, natürlich nicht. Alles weg. Komm, du auch wieder weg. Wahrscheinlich ist jetzt gleich doch nochmal ein Stück. Naja, Abfall. Ich hab's ja vorher, warte mal, ich hab's ja vorher alle schon gescannt. Nur mal Spaß ist, aber wahrscheinlich ist hier jetzt wieder noch 12 Sachen. Nein. Gut, ihr habt tatsächlich auch vorhin wieder einen ganzen voll Gleisen.
repariert. Das macht echt am meisten Spaß hier. So, Müll. Möglichst gut versteckt, damit man ihn auch wie immer nicht sieht. Das ja auch eben sehr sinnvoll ist, gerade an Bahnsteigen. Genauso wie hier jetzt die Lebensmittelautomaten. Wir machen jetzt immer ein bisschen pragmatisch das Ganze. Weil so ein Lebensmittelautomat passt natürlich da super hin, wo die Leute sitzen und warten. Und wo auch gleichzeitig der Abfall ist. Und auch hier, wenn man sieht, sehr gut durchdacht. Wo ist denn hier vorne bei der Schüssel? So, hier ist hinten. Dann ist hier vorne. Wenn wir sehen. Oder ist hier vorne? Moment mal. Wo ist denn jetzt vorne bei dem Dingen? So, also wollte ich doch gerade sagen. Natürlich hier wieder die HD-Texturen. Sehr gut zu erkennen. Aber ist ja auch Vintage. Noch schnell Fahrkartenautomaten, weil wer es bis zu den Snacks geschafft hat, der kann jetzt nämlich hier ganz einfach an den Fahrkartenautomaten dran. Und da ist natürlich jetzt der Vorteil, wenn man jetzt hier gesnackt hat, man muss ja so ein ganz klein bisschen hier drauf, damit man einfacher hier dran kommt, dann kann man auch direkt hier drauf springen, sich die Sachen holen. Muss auch gleichzeitig aufpassen, nicht runterzufallen, also der Eventcharakter ist hier sehr deutlich gegeben. Boah, Abfahrtstafeln. Ach, da gilt's nicht. Verdammt. Okay, dann um die Leute direkt zu informieren, wenn die hier an dem Bahnsteig kommen, packen wir doch die Abfahrtstafel hier hin. Den nehmen wir hier wieder mit. Manchen kommt da auch noch. Hier waren nur zwei Aufgänge, oder nicht? Ja, also. Da packen wir die noch an den anderen Aufgang. Auch die Leute auch hier zu informieren, wann denn hier was losgeht. Guck, haben wir auch schon 81%. So, nochmal unser Konzept testen. Sehr gut. Auch hier, wenn man gegen die Mülltonnen rennt, passiert nichts. Das ist auch schon mal sehr gut. Einmal scannen, ob hier... sieht nicht so aus, als ob ich hier irgendwas vergessen hätte. Wobei vergessen muss man ja manchmal auch sehr deutlich sagen. Ist auch immer so eine Sache. Also, was brauchen wir denn schönes? Sechsmal die Müllcontainer. Und auch hier, ich finde es immer wieder... Was? Immer wieder faszinierend, dass man hier wirklich hinstellen kann, was man will. Dass man da also... Gut, gibt einem in einer gewissen Art und Weise auch Freiheit. Mal sehen, ob wir die jetzt angebracht kriegen. Im wahrsten Sinne... Ach, Fahrkart. Lebensmittelautomat brauche ich auch. Also, Fahrkarten auch. Dass man jetzt auch wirklich hier platzieren kann, was und wie und wo man es möchte. Ja, und dieses Konzept werden wir doch auch gleich hier mal wieder schön umsetzen. Mal sehen, ob wir jetzt hier am Ende des Bahnsteigs, ob das gilt. Jo, siehst du wohl. Wenn man es schon machen kann, warum sollte man es dann nicht auch ausnutzen, dass man hier... Pfeil nach rechts soll also heißen, da kommt der Abfall rein. Ja, machen wir das auch so, ne? Und natürlich wie immer möglichst weit ab vom Schuss. So, Abfahrtstafel. Ich bin mal gespannt, wie wir die jetzt hier montiert kriegen. Wahrscheinlich gar nicht. Weil das hier ja so lustige Trägerchen sind. Kann ich die... Na, unter der Decke... Habe ich es geahnt oder habe ich es geahnt? Jetzt auch nicht. Ich kann die ja nicht montieren. Das wäre ja... Oh, nö, komm. Na, kann ich die da dran hängen? Auch nicht. Na, super. Möp. Niete. Abfahrtstafel. Wo waren sie denn da? Nehmen wir die. Wahrscheinlich kann ich die auch jetzt nirgendwo befestigen, oder? Na, oh, 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 warte. Aber die ist mir so hellgrün. Mal gucken, ob die... Nö, zählt aber ja, wunderschön. Dann packen wir die natürlich direkt hier hin. Zum einen drei verschiedene Abfahrten. Abfahrtsmöglichkeiten. Schade, dass man die nicht einschalten kann oder mal gucken kann. Und natürlich auch hier an einer strategisch günstigen Stelle, falls hier mal gerannt wird... Ja, auch das Wellenbrecherkonzept hier astrein umgesetzt, dass die Leute nicht ohne Sinn und Verstand hier über den Bahnsteig hechten.
So, 85% haben wir schon. Wo sollen denn die restlichen 15 dann noch herkommen? Oh, mal gucken, ne? Wahrscheinlich wieder irgendwas Lustiges noch übersehen. Oder oben in der Eingangshalle, aber ich kann es mir gar nicht vorstellen. Oder ist doch nur irgendwas zu machen zum Austauschen oder Schienen oder so. Okay, 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 okay. Also sechsmal die Müllcontainer wieder. Ne, warte mal. Ne. Abfahrtstafel nehmen wir jetzt mal hier, um gar keine Experimente zu machen. Fahrkarten, Automat und Lebensmittel. So. Ja. Das sieht jetzt nicht so aus, als wenn hier noch groß was zu... Also, ich bin... Entschuldigung, bin echt gespannt, ob ich hier noch irgendwie... Ich kann mir nicht vorstellen, dass das jetzt schon die 15% sind, die uns fehlen sollen. Aber wollen wir mal gucken. Also, Müllcontainer. Machen wir wieder hier das Wellenbrecherkonzept? Nein, natürlich nicht. Wir wollen uns ja nicht wiederholen. Aber guck mal, hier darf ich nicht, hier darf ich. Also müssen wir die so hinstellen, dass die Leute, die aus dem Zug aussteigen, beziehungsweise die, die einsteigen wollen. Aha. Okay. So, was kommt als nächstes? Komm, Anhänger. Aha, aha, aha. So, geht doch. Dass also die Leute, die hier aussteigen wollen, direkt ihren Abfall wegbringen können. Natürlich wieder nur stark eingeschränkt das Ganze. Wir können natürlich jetzt den ganzen Bahnsteig hier mit Abfallbehältern zupflastern, aber wir müssen eben dran denken, wo die Leute aussteigen. Wahrscheinlich ist hier so der Bereich erste Klasse und die haben es ja wirklich am nötigsten, ihren Luxusabfall zu entsorgen. Hier sind die ganzen Fahrkarten, Abfahrtzeiten und weil es ja so am praktischsten ist, kann man direkt den Fahrkartenautomaten dazu packen. Ach, das ist ja ein super Fahrkartenautomat mit Erfrischung. Ach, das ist natürlich jetzt hier 2-in-1, wie es sich gehört. So, und auch hier Ticketautomat in der Nähe der Tafel. Ja, hier bin ich durch. Und wo um alles in der Welt sind jetzt die restlichen 12%? Habe ich etwa an der Drehscheibe noch was übersehen? Also wir gucken jetzt erstmal hier noch einmal schnell im Bahnhof. Und das ist ja wieder das, was ich jetzt hier liebe. Warte mal, wo sind wir jetzt hier? Ach, wir fangen hier mal hier hinten nochmal an. Aber hier unten ist doch eigentlich nichts, oder? Ah, ich befürchte ja fast, dass hinten an der Drehscheibe noch was ist, weil da hatte ich auch noch so ein, zwei Sachen. Weil hier ist so von diesen grünen Kringeln hier, die immer sagen, hier macht noch was, ist hier mal so gar nichts zu finden. Und noch einmal kurz gucken. Da muss ich hier wieder noch 22.000 Gleise erneuern. Nö. Toll. Nö. Hier musste ich vorhin auch was reparieren, das Teilchen hier. Ja. Aber ich bilde mir doch ein, dass hier nichts mehr war, oder? Ich liebe es. Ja, vor allem, ich sag mal, es gibt ja auch so Spiele, wenn man da die ganze Zeit rumeiert, ab einer gewissen Zeit des Rumeierns, wenn ich es mal so formulieren darf, dann kommt da irgendwann so, guck doch mal da oder geh mal dahin. Ah, hier ist noch was zum Austauschen. Okay, wir tauschen, wir tauschen. Aber auch das wird uns jetzt nicht drastisch weiterbringen. 1% hat das Ganze gebracht. Supi. Naja, aber das fehlt mir ja auch so ein bisschen, dass hier dann wenigstens steht, hör mal, du Depp, pass mal auf, du musst jetzt noch da und da hingehen. Hä? Hä? Ist das zum Austauschen hier? Nee, ne? Es ist zwar rot, aber definitiv... Boi, Leute, Leute, Leute. Okay, das war zum Austauschen. Ist ja... Jetzt sag nicht, ich muss in den hier rein. Och, nö, komm. Kann ich denn hier reingehen? Hä? Also irgendwie muss ich ja da rein können, sonst wird er ja nicht hier drin der...
Also wenn das jetzt hier nicht klappt, ne, dann kriege ich aber einen Rappel. Weil das ist ja hier der schließlich der Weg zu unserem Freigeschaffen. Hey, guck mal hier, mutig, mutig, mutig hier salopp draufgesprungen. Okay, ja dann werden wir uns hier nochmal schnell austoben. So. Aber immerhin. Brauchen wir hier nicht mehr groß rumkaspern. Das ist hier, ups, da war gleich der nächste hinten dran. Aber ganz ehrlich, ich habe ja vorhin hier schon alles abgegrast, aber so weit hier hinten habe ich dann doch nicht geguckt. Hm, ist hier noch ein Splitter? Hallo? Ach, da. So weit hier hinten habe ich dann doch nicht geguckt, weil ich nicht auf die Idee gekommen bin, dass hier in diesem Anhänger noch groß was zu tun ist. Aber okay, anscheinend ja. Hauptsache, das ist dann gleich wirklich alles und nicht, dass es heißt April, April. Hier sind noch 20 andere Sachen, die du machen darfst. Für solche kleinen Überraschungen ist das Spiel dann ja doch immer zu haben. Muss man ja so sagen. So. Ja. Na komm. 90%. Ja. Chancen stehen gut, aber ich will den Tag nicht vor dem Abend loben. Aber ich glaube, bei 98 kriegen wir den letzten Stern. Ne? Also die hätte ich dann ja doch schon ganz gerne. Weil Stern muss ja hier sein. Meine Güte, eine Schrauberei hier vor dem Herrn, ne? So. Auch sonst noch was hier drin. Warum der hat mir da irgendwas von Abfall noch angezeigt? Wo alles in der Welt ist denn hier noch Abfall? Ja, wahrscheinlich wieder irgendwo draußen, ne? 97? Natürlich 97%, was auch sonst, ne? Da ist hier sonst noch was? Nö. Jetzt geht das Gesuche wieder los. Was? Okay. So, da ist unser nächster Stern. Juhu! Ich habe den Anhänger. Aber gab es den nicht sonst immer schon eher? Nee, und nicht so kurz vor Schluss? Wo ist denn hier noch Abfall zum Aufheben? Meine Güte. Ja, also hier ist aber... Da habe ich den ja gerade so blind dran vorbeigestolpert. Anscheinend, sage ich jetzt mal. Oh, ich schraube mal noch ein bisschen hier vor mich hin. Es mag ja sein, dass ich mich jetzt irre, aber stand da nicht gerade noch Abfall zum Aufheben? Wo um alles in der Welt ist der Abfall zum Aufheben geblieben? Weil wir haben 100%, ich bin fertig. Oh, komm, ich schraube noch ein bisschen. Nein, ich schraube jetzt nicht mehr. Wobei das hier auch sichtlicherweise nicht ausgetauscht wird jetzt noch, ne? 100%, es ist nicht erneuert, aber okay. Komm, fertig! Level geschafft, hurra, hurra, hurra. Noch einmal genießen, was wir hier erschaffen haben. Natürlich wieder ein Meisterstück der Planung. Ja, guck hier. Ja. Wunder, wunder, wunderschön, wie immer. Auch mit der Skyline da im Hintergrund. Die Gebäude natürlich alle knallehell erleuchtet, zumindest die da vorne, denke ich mal. Wahrscheinlich alles Bahnbedienstete, die hier noch Nachtschicht schieben. Ja, guck mal, 59 Minuten, 5 Sterne, 100%. Drastisch schöner geht es ja nun wirklich nicht mehr. Auch wenn ich es, wie gesagt, erstaunlich finde, dass da vorne der Abfall. Aber okay, wir gucken noch einmal kurz hier auf die Anlage, weil wir haben ja jetzt hier noch den Zug frei, den Zug sage ich schon, den Anhänger freigeschaltet. Da ist er. Personenwagen der zweite Klasse. Der zweiten, Entschuldigung. Vor allem, mehr stieß sie nicht so ganz, warum man hier immer
oder wonach sich die Anzahl der Waggons-Anhänger richtet. Hier haben wir 6 von 11, 12, 15, 16. Hiervon nur 3 und hiervon 6. Ja, okay, Lokomotiven, klar, da reicht ja jeweils eine. So, nochmal einmal kurz gucken. Also freigeschaltet haben wir so geländemäßig jetzt dieses Mal nichts. Wobei ich aber glaube, wir sind jetzt hier durch. So, was ist denn jetzt wohl in unserem Regal? Ich tippe ja mal noch, bevor ich geguckt habe, ihr seht ja, da hinten sieht man noch nichts. Ich tippe mal auf eine Drehscheibe. Weil es drehte sich heute alles um die Drehscheibe. Boah, Wortspielalarm. Nö. Ach, hier so ein dämlicher Scheinwerfer. Okay. Ja. Dann sind wir ja für dieses Mal schon durch. Ging ja erwartungsgemäß. Nein, nicht erwartungsgemäß. Erfreulicherweise, so rum sollte es heißen. Sag mal, stand der Stuhl vorher auch schon da? Ich bin mal. Hä? Sag mal, ist der Stuhl hier jetzt neu? Ich habe da nie drauf geachtet. Ich meine, ich bin doch sonst immer so zum Computer. Okay, egal. Wir lassen das jetzt so. Ich gucke da das nächste Mal nochmal rein, beziehungsweise in die Video-Wiederholung, ob da jetzt wirklich mal ein Stuhl stand. Dann sag ich doch jetzt mal ganz recht herzlich Dankeschön fürs Aufpassen, für eure Geduld mit mir, mit dem Video, mit dem Spiel. Wenn es euch gefallen hat, lasst einen Stern da, lasst ein Like da, lasst ein Abo da. Ein Stern? Ja, lasst einen Stern da, genau. Ich brauche ja sowieso noch Sterne. Okay. Danke für eure Aufmerksamkeit. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Ciao.